Also die Feuerwehr Köngen wurde heute Mittag alarmiert für einen Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen hier auf der B313 Richtung Bernau. Wo wir hier an der Einsatzstelle eingetroffen sind, waren die Personen glücklicherweise nicht mehr im PKW eingeklemmt. Es handelte sich um eine Frau mit einem Kleinkind, ein Jahr. Wie gesagt, glücklicherweise nicht mehr im PKW eingeklemmt, waren dann schon draußen aus dem Auto. Unsere Aufgaben an der Einsatzstelle waren dann lediglich, auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen, die Batterie abzuklemmen, den Brandschutz sicherzustellen. Jetzt aktuell warten wir noch auf den Abschleppdienst und werden dann die Einsatzstelle hier auch an die Polizei übergeben und dann wieder einrücken. Also hier vor Ort war die Feuerwehr Köngen mit 3 Einsatzfahrzeugen an der Einsatzstelle und die Feuerwehr Wendlingen mit 2 Einsatzfahrzeugen.